Und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit mir. Ich bin der Matze vom MarzLP. Wir sehen uns heute wieder mal auf der nordfriesischen Marsch. Wie gesagt, letztes Mal hatten wir noch einen schnellen Hitzhof fertig gemacht. Heute bringen wir ihn weg. Wir fahren mal schnell zur Bäckerei. Nee, zur Mehlfabrik. Bäckerei, brauchen wir noch Paletten. Die wir leider noch nicht haben. Dann könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass wir demnächst im Wald gehen. Oder? Sieht so aus. Wir gehen demnächst im Wald. Dass wir dann anfangen können mit den Progressionszweigen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich anfangen mit Brot, Augenpaletten, Gemüse, brauchen wir Paletten. Dann müssen wir uns halt mal ein bisschen erstmal mit Mehl über Wasser halten. Ich hoffe, der Giese braucht keine Paletten. Nee. Danke, oder? Immer wieder die verdammte Sucherei vom Abladepunkt. Nun haben wir schon den ersten Zug hier gebracht. Im dritten Part. Geht doch. Läuft. Mal gucken, was wir noch brauchen. Ich wusste, dass hier bloß die Mehlfabrik ist, aber mehr auch nicht. Muss ich mal fertig machen. Ja, Mehl. Gerste und eine Mehl. Gut, haben wir das schon mal geklärt. Schnell zum Drescher. Abbunkern und dann weitermachen. Auch eine schöne Straßenlage. Weil wie zu Hause. Ach. Immer mit aufhängen. Mann. Aber schöne große Flächen sind hier. Wie war denn euer Tag bis jetzt? Ich kann es halt nicht wissen. Hoffentlich gut. Besser als meiner.
Wenn wir mal weitermachen mit unserem Feldchen noch, bis wir es runter haben. Dauern. Ich denke mal, wir gehen demnächst erstmal im Wald. Jetzt war da unser Paletten los. Dass wir da die Palettenproduktion in Gang kriegen. Dass wir da erstmal unsere Paletten in Gange kriegen und dann nebenbei noch ansehen. Wie viel Kredit kann man eigentlich nehmen? Mal gucken. Kredit, Kredit, Kredit. Mal überlegen. Dann müssen wir doch noch was. Doch noch was verkaufen. Fahren. Mist. Wir werden gleich mal gucken, was diese Produktion braucht. In der Hoffnung, dass die nicht so viel braucht. Dann stellen wir unseren eigenen Diesel her. Und wenn der viel bringt, verkloppen wir ihn. Mal schauen, was sich ergibt hier. Wie gesagt, wir müssen uns noch ein bisschen Forsttechnik ranholen. Das läuft auf der Karte. Ach, die Bandico fällt aus. Fallen die Bäume nicht so, es ist so alles so gestrichelt. Ich meine Geschmack. Also lassen wir das einmal mit der Bandico. Hab aber noch eine neue Karte im Blick. Die werden wir wahrscheinlich eher nehmen als die Bandico. Mit Wirtschaftszweigen, denn den Namen sage ich noch nicht. Ja, es war auch mächtig viele Wirtschaftszweige. Was hält uns denn davon ab, dass wir das spielen? Nicht. Deshalb werden wir uns wahrscheinlich nehmen. Genauso große rechteckige Flächen. Gewächshäuser und mächtig viel Holz. Ich werde da werden wir reichlich zu tun haben. Und da wird uns das Wasser richtig laufen. Beim Produzieren. Wie gesagt, ich habe gerade ein paar Parts noch von der Südhämmer fertig gemacht. Jetzt mache ich noch ein paar Parts von der Friesischen Marsch fertig hier.
Nordfriesischen Marsch, Entschuldigung. Und dann läuft es weiter. Mal schauen, vielleicht fangen wir ja demnächst die neue Karte an. Mal gucken, wie sich's entwickelt. Wie gesagt, ich möchte euch hier auf der Karte noch ein bisschen mitnehmen. Anfang bis Ende. So, wir hätten Let's Play Karte bleiben und rein für mich. Hoffentlich haben es die, hat der Erschaffer der Karte ein bisschen mit dran gedacht, dass man auch mal einen Singleplayer apart machen kann. Dem bedanke ich mich auch recht herzlich dafür, also die Karte gebaut hat. Ich war mal, ich hatte mal einmal drauf gespielt und das war irgendwann noch einer Serie ziemlich weit unten, so 1-0 oder 1-1. Wie gesagt, ziemlich alt die Karte. Jetzt habe ich es mal die geholt mit den ganzen Wirtschaftszweigen. Mal schauen, was sich draus entwickelt. Ich weiß noch nicht, wie oft ich hier die Marsch, physische Marsch rausbringe in der Woche. Denn ich bin ja nebenbei noch arbeiten, leider. Leider oder zum Glück. Muss ja auch sein, dass mit der Arbeit und das vernischt wird nicht. Kann mich auch einiges noch nicken. Wie gesagt, YouTube mache ich hier ein bisschen nebenbei, lange wie es geht. Jo, jetzt ist der Bunker voll und
Aber wie gesagt, im nächsten Part werde ich jetzt erstmal erstmal bisschen Geld machen. Den Geländewagen veräußern. Wie gesagt, es war lieb gemeint, dass er mit da ist, aber für mich hat es keinen Sinn. Gut, ich wünsche euch einen schönen Tag. Mal schauen, wann ich dieses hochsetze. Bis zum nächsten Mal, euer Matze85LP. Tschüss.